Natursteinbearbeitung bzw. Bearbeitung von Kunststein ist ein Beruf, der in verschiedenen Wegen erlernt werden kann. Es gibt die Bildhauer, Holz- und Steinbildhauer, es gibt Steinmetze. Beide haben ähnliche Berufswerdegänge, sind aber nicht gleich, unterscheiden sich durch diverse Inhalte und Anwendungen. Während der Bildhauer eher ornamentale Teile bearbeitet und rein Handwerker oder rein händisch sich betätigt, hat der Steinmetz Maschinen zur Verfügung, hat also eine andere Materialvielfalt, die er bearbeiten kann mit harten und weichen Materialien und wird auch woanders in anderen Berufsschulen ausgebildet. Es gibt eben jetzt die Lehrausbildung, die in Österreich das duale System hat, das heißt in einem Betrieb und in Berufsschulen, was der gängige Weg ist und meistens mit der Gesellenprüfung nach 3 Jahren beendet ist. Nach der Gesellenzeit gibt es einige Jahre der Berufstätigkeit, wo man dann zur Meisterprüfung antreten kann, die es einem befähigt, einen Betrieb zu führen. Das ist der eine Weg, vor allem der eine Weg in die Bildhauerei. Der andere Weg in die Bildhauerei ist das akademische Studium, wo man nach Begabung, nach der Matura auf die Akademie der Bildenden Künste, auf die Universität gehen kann, auf die Angewandte und dort den akademischen Lauf der Dinge lernen kann. Herauskommen dann akademisch gebildete Fachkräfte auf der einen Seite und handwerklich gebildete, erfahrene Fachkräfte von der Handwerksseite, die dann miteinander bei einem Objekt, auf einem Denkmal, auf einem Gebäude, auf einem Schloss, einer Fassade, einer Kirche, wo immer, dann sehr oft aufeinander getroffen sind. Vor Jahrzehnten war das sehr oft ein Problem, weil die unterschiedlichen Meinungen, wie ein Ding angegangen werden soll, von den Handwerkern anders beurteilt worden ist, wie von den akademisch gebildeten Restauratoren. Da gab es dann fürchterliche Grabenkämpfe, Streit, es gab immer wieder Probleme, die Dinge miteinander ins Lot zu bringen. Das Denkmalamt hat keine große Freude gehabt. Die Beamten kamen sehr oft in Streit mit den ausführenden Handwerkern und es war ein unhaltbarer Zustand. Der Wille von beiden Seiten war aber dahingehend, dass man das bereinigen wollte und eigentlich versuchen wollte, durch eine vernünftige, gemeinsame, überbetriebliche und ergänzende Ausbildung das Problem wegzubekommen. Es wurde vor ca. 30 Jahren beschlossen, in der Kartause Mauerbach, der Spielwiese für das Denkmalamt, für die Werkstätten, weiterbildende Kurse zu veranstalten, wo Handwerker aller Arten, die mit einem alten Gebäude zu tun haben, also Steinbearbeitung, Holzbearbeitung, Tischler, Glaser, was immer, ausgebildet werden, ähnlich wie das schon vorher vom Europarat gemacht wurde, im Europäischen Ausbildungszentrum für Handwerker im Denkmalschutz auf der Insel San Servolo in Venedig. Dort war das große Vorbild, dass der Europarat es bezahlt hat, dass europäische alte oder erfahrene Meister ihr Wissen an junge europäische Meister weitergegeben haben. Das hat stattgefunden in 3-monatigen Kursen, 2-mal im Jahr, dazwischen dann Intensivkurse zu einzelnen Themen und diese Kurse sind äußerst erfolgreich abgewickelt worden. Es waren sehr, sehr viele Leute in ganz Europa mit Stipendien, weil 3 Monate sind doch eine lange Zeit und wenn ein Meister im Betrieb fehlt, war das ganz schön teuer, sowohl für den Betrieb als auch für den Meister selber, er musste von etwas leben. Also die haben das bezahlt, das war sehr erfolgreich und wurde eigentlich ausgereizt, bis dann fast keine Altmeister mehr zum Ausbilden waren und es ist dann auch politisch in Venedig ein Problem gewesen, dass die Insel zurückgegeben werden musste. Also es war dann dort nach 25 Jahren vorbei. Seither gibt es einige Ausbildungszentren, die Ähnliches versuchen und wir in Österreich versuchen das eben in Mauerbach, wo jedes Jahr über das ganze Jahr verteilt 2-wöchige Kurse für die Architekturoberfläche angeboten werden für Restauratoren, für Handwerker, für Maurer, für Werkmeister, für alle Leute, die im weitesten Sinne mit der Restaurierung zu tun haben, dass sie dort sich in 2 Wochen theoretisch und praktisch mit der Materie auseinandersetzen und ihre Erfahrungen austauschen können und voneinander lernen können. Es ist unheimlich wichtig, dass ein
Auftrag überwachender Werkmeister einer öffentlichen Institution, wie zum Beispiel Gemeinde Wien oder Erzdiözese Wien, sich mit den Handwerkern, die das tatsächlich ausführen, einmal ins Einvernehmen setzt und begreift, wie mühsam es ist, manche Dinge zustande zu bringen. Und er wird es auch anders bewerten, wenn er es selbst probiert hat, wenn er weiß, dass die Bearbeitung von manchen Sachen etwas mühsamer ist als gedacht. In die gleiche Kerbe hat schon vor 30 Jahren die HTL Krems geschlagen, wo ich also auch 26 Jahre unterrichten durfte. Dort hat man im College begonnen, Handwerker nach der Matura in Restauriertechniken der vielfältigsten Art weiterzubilden. Es sind keine Restauratoren herausgekommen, aber es sind Fachleute herausgekommen, die ein unheimliches Spektrum an Wissen hatten oder haben über diverse Techniken und Restauriertechniken und Arbeitsvorgänge, sowohl in der Steinbearbeitung, in der Holzbearbeitung, in der Malerei, im Stuck, in der Tischlerei. Und es wird recht erfolgreich gemacht. Leider Gottes ist es momentan so, dass Werkstattstunden, die nur in einer kleinen Gruppe abgehalten werden können, die teuersten Unterrichtsstunden sind. Und in Zeiten wie diesen, wo Sparmaßnahmen leider notwendig sind, werden eben diese Praxisstunden auch etwas sehr stark eingespart. Und dadurch wird es immer weniger praktischen Unterricht geben. Und ich weiß nicht, ob das eine sehr gute Richtung ist, in die es läuft. Vielleicht kann es sich wieder ändern. Ich habe Ihnen jetzt mitgebracht ein paar Beispiele von der Kartause Mauerbach, von Kursen, wie sie dort stattgefunden haben. Es sind immer, bevor es in die Praxis geht, sehr viele Theoriestunden gewesen. Denkmalpflege wurde erklärt, Mechanismus vom Kalk, wie der funktioniert, wurde erklärt. In dem konkreten Fall wurde die Schimmelbekämpfung von Fachleuten von der BOKU Wien behandelt. Es gibt eine große Dekorgesteinssammlung von der Geologischen Bundesanstalt, die nach Mauerbach übersiedelt wurde, wo man die Materialien kennenlernen kann, sowohl in Natura, in verschiedenen Bearbeitungsformen, als auch als Foto. Es gibt eine entsprechende Sammlung historischer Werkzeuge, nachdem es ja um das Handwerk geht und die Steine dort liegen. Und Handwerk muss man im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Also man muss den Stein angreifen, man muss das Werkzeug angreifen, damit etwas tun, man muss es damit begreifen und dann hat man es hoffentlich begriffen. Es gibt eine große Sammlung von Figuren, die draußen partiell restauriert werden können, an denen Festigungsmaßnahmen, Ergänzungen, Schlemmen ausprobiert werden können. Und das wird gesammelt. Es kommen Spenden von diversen Objekten, die hineinkommen und werden dort im Zuge von Kursen immer wiederum restauriert. Es gibt auch Einheiten für die Erhaltung und Restaurierung von Bruchsteinmauerwerk. Die Handhabung, wie man es am linken Bild sieht, mit einem Sprengeisen so einen großen Block zu zerteilen, ist eine eigene Wissenschaft und gar nicht so einfach. Aber es sollten die Kursteilnehmer einmal selbst gemacht haben, einmal selbst begriffen haben. Steinergänzungen am Objekt, die im Lapidarium liegen, werden in verschiedenen Materialien durchgeführt, werden ausdiskutiert, es werden Versuche gemacht, es werden Probemischungen gemacht, die Dinge bleiben liegen. Es gibt Kurse in mehrjährigen Abständen, wo oft gleiche Teilnehmer wiederkommen und sich ihre alten Objekte anschauen und die seinerzeitigen Maßnahmen evaluieren und versuchen, sie zu beurteilen, wie sie funktioniert haben, ob sie noch in Ordnung sind. Und sie können dann schauen, wie es nach einigen Jahren das Objekt auch im Freien stehend überdauert hat. Die Mischung, die Durchmischung der Teilnehmer von normalen, von einfachen oder interessierten Handwerkern und akademischen Restauratoren bzw. Beamten im mittleren Baumanagement ist recht beachtlich, recht kameradschaftlich, recht lustig und meistens sehr befruchtend. Es sind auch lange Diskussionen am Abend, es sind Vorträge, die interessant sind, aber die
persönlichen Erfahrungen, die jeder einbringt und Tipps und Tricks, die er weitergeben kann, die sind eigentlich das Wertvolle bei solchen Veranstaltungen. Die Reinigung von Steinoberflächen ist ein riesengroßes Kapitel, wo in diesem konkreten Fall also mit Feinstrahlgeräten und mit Druckluft ausprobiert wurde, Schichten zu entfernen bzw. den sauberen Zustand wiederherzustellen. Ähnliches Programm gibt es in der HTL Krems, immer noch im Kolleg und in Fachschulklassen. Hier habe ich einige Beispiele, wo ich dabei war. Der heilige Leopold, mitten aus der Stadt, hat im Urzustand an der Konsole so ausgeschaut, wurde von Schülern mit Mithilfe von Fachkräften korrekt abgebaut, nach entsprechenden Befundungen und Vorfestigungsmaßnahmen wurde er vorsichtig gereinigt, ergänzt, fehlende Teile wurden nachmodelliert, in Naturstein hergesetzt, drauf montiert und letztendlich dann als fertige Figur wiederum übergeben und wieder von einem dazu befugten Fachbetrieb, das war die Schule nicht, fachgerecht versetzt. Das war ein Kollege, der in Krems ansässig ist, der hat die Figur geholt und wiederum sachgemäß mit entsprechenden Verdübelungen, Verzapfungen auf der Konsole dort montiert. Im Schloss Stetteldorf am Wagram ist über Initiative des Schlossherrn sehr viel passiert, restauratorischer Art, und sie haben dann einen Workshop angeregt, der mehrere Tage gedauert hat, wo die Maurer historische Putze ergänzen mussten, wo Fenster untersucht worden sind, wo dendrochronologische Untersuchungen auf Holz gemacht worden sind. Wir waren im Keller, haben alte Säulen ergraben, geschaut, wie weit sie in den Boden hineingehen, befundet, die Oberflächen dann teilweise freigelegt, das Material bestimmt. Also Learning by Doing, richtig, einmal den jungen angehenden Technikern zu zeigen, wie man so etwas macht. Egal, wohin die später bei der Ausbildung kommen, aber sie haben in ihrer Ausbildungszeit in diesen Restaurierklassen wenigstens einmal handwerklich die Sachen begreifen können. Und sehr oft auch gut verstanden und begriffen. Hier sieht man Abdeckarbeiten, Ergänzungsarbeiten mit entsprechenden Mörteln, die erklärt wurden. Also es kann eine praktische Arbeit, und sei es ja noch so banal, Theorie an der Tafel im Unterricht nie ersetzen. Und das war immer mit großem Erfolg, wie die Leute gerne und interessiert mitgemacht haben. Ein anderes Beispiel, eine Figur des heiligen Nepomuk in Lengenfeld, das ist nördlich von Krems bei Langenlois oben, wurde eben auch befundet vor Ort, beauftragt und ersucht vom Verschönerungsverein, ob wir dieses Stück abbauen könnten, in der Schule restaurieren und wiederum dort aufstellen. Den Kostenersatz ging relativ moderaten. Ich bin mal sehr froh gewesen, wenn ich Objekte bekommen habe, die tatsächlich Sinn machen, also nicht nur Übungsstücke bearbeiten, sondern wirklich Objekte hereinholen, wo man dann längere Zeit sämtliche Arbeitsschritte von Festigung, Reinigung, Konsolidierung, Ergänzungen, was notwendig ist, die verschiedenen Materialien durchdiskutieren konnte, war immer eine sehr interessante Sache und die Leute waren eigentlich mit großer Begeisterung dabei. Zuerst Befunde, dann in der Werkstätte jetzt gereinigt, mit in dem Fall Nylonbürsten und Wasser, einmal die lockeren Schmutzschichten heruntergebracht. Im geschützten Bereich in der Werkstätte war das dann auch wunderbar zu machen, wenn keine äußeren Einflüsse wie Regen oder Winterpausen waren, weil es im Drinnen war, konnte man 2 Jahre lang seine Figur bei uns haben und die einzelnen Schritte ganz gemütlich durchziehen. Wenn es notwendig war, wie in dem Fall beim Sockel, haben wir Entsalzungskompressen angelegt. Alle Schüler haben Entsalzungsmaßnahmen theoretisch erklärt bekommen, aber es haben sie noch nie praktisch gemacht. Und diese mit destilliertem Wasser angerührten Buchenzellenstoffkompressen anzulegen, ist eigentlich fast eine lustige Arbeit. Und wenn man es gemacht hat, versteht man auch, wie es funktioniert. Man hat es eben dann im wahrsten Sinn des Wortes, ich sage das immer wieder gern, begriffen. So hat er dann ausgeschaut, wie er aufgestellt wurde und ist heute wiederum ein Prachtstück in Lengenfeld. Ja, ich hoffe,
Ich konnte einen kleinen Einblick geben, wie heute die Erwachsenen oder auch Jugendlichen Weiterbildung auf dem Gebiet der Steinrestaurierung stattfinden kann. Die Betriebe sind eingeladen, immer wieder Mitarbeiter in die einzelnen Ausbildungsstätten wie Mauerbach oder zeitweise bei Vorträgen auch nach Krems oder ich glaube hier an der Uni, an der Donau-Uni gibt es das auch. Es gibt wenige Erwachsenen-Ausbildungsstätten, aber einige gibt es doch und das sollte man wahrnehmen. Es wandelt sich auch das Wissen, die Erfahrung, die Erkenntnisse, welche Materialien man wann, wo, wie einsetzen kann. Nicht permanent, aber so im Rad von 10, 15 Jahren ändert sich etwas Markantes, eine Methode, für die wir vor 30 Jahren durchs Feuer gegangen wären, weil wir so überzeugt waren, dass sie gut ist, hat sich als nicht so prickelnd, toll, gut herausgestellt. Das soll heute nicht mehr verwendet werden. Leute, die das nicht wissen, beginnen wiederum mit diesen Methoden, Steine zu behandeln. Jetzt müssen wir halt aufpassen, dass man die zeitgerecht in die Schranken weisen und Fehler vermeidet. Weil ein schlecht behandeltes Objekt mit einem falschen Stoff getränkt, behandelt, beschichtet, kann leicht unwiederbringlich kaputt sein. Danke.